Hi YouTube, hi Knife-Fans, hallo Messerfreunde. Was ich euch hier zeige, ist das Messer meiner Frau. Das habe ich ihr vor ein paar Jahren mal gemacht. Ist irgendwie dann liegen geblieben, vergessen worden, keine Ahnung. Jetzt habe ich es wieder ausgekramt, weil ich will endlich mal eine Scheide machen für. Es ist zwar noch Winter, aber die nächste Marktsaison, wir gehen zusammen auf Mittelaltermärkte, kommt bestimmt. Unter diesem Anlass habe ich hier vor Jahren mal ein Messer gemacht. Ja, yeah, guys, this knife is my wife's knife. I did it some years ago. And I forgot it. Sorry, but yeah, and now I put it out the box. Because I want to make the leather sheath and sharpen it. I show you the blade. It's Damascus, 300 layers. I hope you can see it a little bit. And the handle is made of bog oak. Ja, das sind also 300 Lagen Damast. Der Griff ist aus Mooreiche gemacht, einem meiner Lieblingshölzer. Und das Spezielle an diesem Messer ist die andere Seite der Klinge. Und zwar ist mir hier nochmal der Damast. Das da. Meine Frau wollte eigentlich eine Sichel haben. Ich habe ihr dann sowas gemacht. Das ist also die Rückenschärfe ist wirklich scharf, einseitig geschliffen. Und damit kann sie also Kräuter schneiden. Es war ein bisschen schwierig, die ganze Sache so hinzukriegen, dass ich beide Schleifflächen, die Schneidwinkel quasi übereinander gekriegt habe. Aber wie man sieht, hat es funktioniert. Ja, yeah, the special thing in this knife is the right side of the blade. My wife wants a knife to cut herbs. And this part here on the spine is really sharp, as you see, it's a sizzle grind, and so you can, when you find herbs, you take it and cut it off. That's why I make this knife for my wife. Yeah. Okay. Then thanks for watching. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.